ein bisschen die Leichtigkeit des Vortrages. Ein Plus, das ihr normalerweise zum Vorteil gereicht, aber die Traurigkeit ist aus dem Gesicht noch nicht entschwunden nach dem Sturz vom Stufenbarren bei Silvia Mitova. Tja, auch das Lächeln für die Kampfrichterinnen ist gezwungen, jetzt aber Konzentration für den Schwebeball. Jetzt kommt es darauf an, dass sie bei den restlichen Geräten noch die Nerven behält, damit sie wenigstens noch ein paar Mal zu sehen ist bei den Entscheidungen in die Gerätefinals. Da genügt am Spiel nur ein kleiner minimaler Patzer. Die Chancen sind vorbei. Die Karte läuft ganz gut, auch wenn sie nach der freilich sehr spektakulären Auftaktbahn ein bisschen ausgleichen musste. Sie clever gemacht. Tja, jetzt schaut das Ganze schon wieder ein bisschen entspannter aus, wenngleich sie natürlich auch hier nicht frei ist von Abzügen. Ein paar Mal mit den Zehenspitzen das Gewicht noch gehalten. Also so zwischen 9,7 und 9,8 wird man ihr wohl auch geben können für diese Übung. Wattenscheid